Geil, 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 geil. So, boah, ist Ausrüstung nachprüfen, ne? Wir könnten eigentlich mal mehr. Nee, das passt eigentlich auch schon. Passt auch schon. Dornschuhe. Brennender Ansturm. Okay, passt soweit. Angriff ist die beste Verteidigung. Machen wir mal. Da ist nix. Das können wir dann vermischen. Windringe vermischen. Weniger Fokus. Warum nicht? Unruhstifter passt soweit. Hängeran passt auch soweit. Okay, sieht jetzt hier aus. Passt auch soweit. Okay, das sind die besten Waffen. Papier, da ist nichts Neues. Gerade unsicher. Machen wir irgendwas. Das sieht gut aus. Mehr Verteidigung, aber das Problem ist, hat schon jemand an. Gut. Oh, das hilft sogar ihr am besten. Was machen wir jetzt einfach mal? Ja. So, wie sieht es hier aus? Ich glaube. Okay. Passt soweit. Für mehr Verteidigung, dafür weniger Arteangriff. Und weniger Fokus. Nee, das lassen wir so. Oh. So, nehmen wir das doch direkt. Mehr Verteidigung. Physische Verteidigung. Ich glaube, das machen wir jetzt so gleich. Okay. Der Ring ist für viele wohl wichtig. Okay, das heißt, wir müssen demnächst fusionieren. Gut, wie sieht eigentlich das hier aus? Kriegen wir Informationen? Da geht mir auf die Nerven. Aber die Oktopusse haben wir ja schon bereits. Also von daher attackieren wir sie. Gerade geguckt, die haben eine Erdschwäche. Okay. So, SA auffüllen. Ja, der. Als der Sil nie weg wäre, nur der Sil mit langen Haaren quasi. Finde ich gut. Oh, ein Auge. Hm? Aber die haben wir ja schon gehabt. Die düste Augen. Plus mal Abwehr schicken. Dann heilen sie mich hier bitte mal. Das wäre echt geil. Gut. Ich muss mal eben kurz SK auffüllen. Man verbraucht einfach viel zu viel. So, jetzt.
Vorwärts stürmen! Attacke! So, jetzt will ich wissen. Okay, doch bei 5. Bei 4 die ganze Zeit hat es nicht ausgeschlagen. Schade. Kann ich hier runter? Wahrscheinlich, aber da kommt. Kommen sie alle auf mich hier zu. Egal. Kämpfen wir ein bisschen, gibt's Erfahrungspunkte. Was will wir denn mehr? Oh, ging ja schnell. So. Ja, was? Achso, sprechen. Wir stehen ja gerade im Bahnhof, da war eine Treppe. Hier ist eine Treppe, tatsächlich. Was ist das hier? Ah, wir können es läutern. Gut. Dann kommen wir jetzt immerhin zu der Truhe. Apropos Unterstützertalente, wo haben wir... Muss ich auch nochmal hier gucken, was ich hier mitnehme, ne? Ah, passt. Passt schon irgendwie. Mode, Unterstützertalente, was hast du denn? Aktionspunkte, okay, das heißt, du hast das gleiche. Wie vorher auch. Quasi 1 zu 1 Kopie. Da drüben ist auch noch ein Weg. Finden wir den jetzt direkt auf der Brücke? Den alten Knacker? Oh, sieht schon schön aus. Was haben wir denn da? Hier ist einfach nichts. Haben wir noch eine Schranke voller Bosheit. Da haben wir ein Stück Brücke kaputt. Hier geht's auch nicht weiter. Schauen wir mal. Kriegst mich nicht. Oder auch. Oder auch da. Er kriegt mich doch, leider. Besiegt ihr eben kurz. So, aufsammeln und. Am besten wäre es, wenn du in der Nähe zuschlagen würdest, Ray. Dann würdest du vielleicht treffen. So. Geht doch. You're working so hard, Lila. But who's it for? If you're asking if it's for you, then yes, partially. Ah, das Spiel ist schon, hat schon seine witzigen Macken. Das ist schon geil gemacht. Er versucht die ganze Zeit zu flirten, aber die gehen einfach nicht drauf ein. Ich finde das schon lustig. Roter Rosmarin, nice. Wo finden wir den Attenknacker? Den Abenteurer. Ich dachte auf der Kamelotbrücke, aber irgendwie scheinbar nicht. Oh, neue Gegner. Schauen wir uns gleich mal an. Hier war ja irgendwie auch noch was. Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Was? Jetzt. Ja, hier geht's weiter, weil da eine Treppe nach oben geht. Aber schon ist man noch hier um. Neue Feen. Let's do this! The Sylphid is a heinous wind arc user. They can warp too. Don't take your eyes off them. Leave it to me! So, Sylphide, Furie, Schwäche.
Erde. Na super, ich bin zwar mit Märchen über Sylphide aufgewachsen, aber eigentlich sind sie nur grüne Wesen, die mich hassen. Vielen Dank auch, Herr Lietz. Wollt ihr mich noch mehr Erinnerungen aus der Kindheit ruinieren, wo ihr schon mal dabei seid? Einige Heliumbezeichnungen scheinen aus verschiedenen Mythologien der Erdenbewohner zu stammen. Keine Ahnung, warum das jemandem wichtig sein sollte. Das heißt, in unserer Welt würde es quasi Rotkäppchen, Hänsel, Gretel, böse Wolf als Helden geben. Oder beziehungsweise die Hexe aus Hänsel und Gretel, böse Hexe von Oz und so weiter und so fort. Also böse Stiefmutter. Vermute ich mal. Ah, verdammt. Ich dachte, das funktioniert. Egal. Wir machen jetzt erstmal Schwester. Na komm. Machen wir schon alleine. Kriegen wir schon hin. Okay. Gibt's hier auch noch, ach, deswegen mache ich nur dasselbe. Ah, ich verstehe. Crystal Tower. Gib mir gerade auf die Nerven hier. So, einmal kurz. Ist das überhaupt Erde, was ich hier einsetze? Ich muss gerade aufpassen. Defense bitte. Weil das ist gerade echt hochgelaufen. Das kriegen wir auch so hin jetzt. Wie macht man denn diese komischen Statuen da, diese komischen Viecher da? Also was? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, jetzt aber. Jetzt aber, nicht zurück. Kurz hier gucken, da ist nix. Da ist nix. Dann hier lang. Brücke scheint wohl noch ein bisschen länger zu gehen, wie ich angenommen hatte. Da ist nix. Jetzt sind wir hinter dem Geröll. Nein, lass mich mal wieder in Ruhe. Ja, oh. Come on, Zabit. Oh. 1, 2, 3. Sehr schön. Charge! So, warten wir mal. Machen wir weiter. Weiter, weiter. Crystal Tower. Au! Was hab ich denn? Nice. Aber das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Das ist nicht das, was ich haben wollte, um ehrlich zu sein. Topaz-Schwert. Und wir haben hier noch was Neues bekommen. Topaz-Papier, das nehmen wir. Wo landen wir jetzt?
Ach, hier ist das, die Händler-Sache. Und da haben wir auch unseren Typi, ne? Stimmt. Ja, du bist derjenige, der mit Marvin unterwegs ist, oder wie? Ich kenne Marvin seit... Oh je, seit Ewigkeiten. Ich schwöre, dieser Mann treibt, wenn man ihn fragt. Das ist beeindruckend und unerklärlich. Apropos Maven, er war gerade auf dem Weg zu den Galgenruinen, etwas zu erledigen. Willst du mich verarschen? Es ist ja zu den Ruinen zurückgekehrt. Moment. Hier. Ach, weiter, okay. Ja, hier ist ja der Giganto 9000 drin. Da war ja was. Da war ja was. U5. Ich erinnere mich. So, ist die Frage, wo ist er? Ist er vielleicht oben? Ah, gegen den 9000er will ich jetzt nicht antreten, um ehrlich zu sein. Eingang. Oh. Die Tour habe ich nicht gesehen. Oder ist sie wieder hergestellt worden? Das kann möglich sein. So, jetzt gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir ihn jetzt dort antreffen. Da haben wir ihn. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Opton nicht mitnehmen. Is Maven. Oh my, what are you doing here? The priest in Pendrago asked us to pass along this thank you gift. You followed me all the way here? Trust is everything, whether it's business or personal. Isn't that what you taught me? We promised the priest we'd do it. I don't know what to do with you two. Still, you've got an eclectic circle of acquaintances. One of the hazards of the trade, yes. But then, you could say it's connections like these that make up the world. Makes you tough to track down, though. Ha! Quit your belly aching. Here, I'll let you keep that gift. We can't do that. Oh, don't be that way. This is how those connections get their start. All right. Thank you. Wait. Then what was the point of coming here at all? I wouldn't dwell on it, lass. Never lose that pure heart of yours. Sehr schön. Wir haben ein Deko-Teil bekommen gerade. Okay, was haben wir abgeschlossen? Wundervoll. Gut, Deko. Mode, was haben wir jetzt bekommen? Flauschige Repede. Was ist das? Ach du Emil. Boah, ist das fies. Ich weiß, was das angelehnt ist. Wenn jemand das von euch weiß, dann kann er gerne in den Kommentaren schreiben, aus welchem Spiel dieses, ja, fliegende Maskottchen stammt. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so. Ja. Fürs Erste. Ich habe eine Ahnung. Ich habe das Spiel und vielleicht werde ich das auch nach diesem Spiel hier auch spielen. Wer weiß das schon. Schauen wir mal. Große Kammerlandbrücke, ja, ne? Zentraler Lagerplatz, genau. Da wollen wir nämlich hin und hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Das war's schon wieder mit Tales of Cestiria. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann.